Spieleentwicklung kann jetzt jeder. Ja, wirklich, du kannst das, du auch, der da hinten, deine Katze und ich. Ja, sogar ich kann das jetzt. Denn Spieleentwicklung wird durch Epic Games mit ihrer Unreal Engine 5 gerade auf ein ganz neues Level gehoben. Und in dem Bus, im Zug, müssen wir auch ein kleines bisschen über Fortnite sprechen. Also ja, nicht Fortnite an sich, sondern über den Kreativmodus, denn der, ist eine ganz andere Hausnummer geworden. In diesem Video will ich euch so ein wenig zeigen, was mit der Unreal Engine 5 in Fortnite so im Ansatz möglich ist. Also wir werden hier jetzt nicht zu technisch, dafür bin ich selbst nicht genug im Thema drin, aber ich finde es einfach insane, was du damit alles machen kannst und das muss ich an dieser Stelle auch einfach mal loswerden. Eine kleine Sache vorweg, ich habe zwar gesagt, jeder kann jetzt Spieleentwicklung, damit ist allerdings eher gemeint, dass keiner mehr da draußen wirklich coden muss und grundsätzlich die Tools, um ein Videospiel zu erstellen, immer mehr, ich sag mal, eure Kreativität fordern und nicht das technische Know-how. Das ist eine Entwicklung, die wir in vielen anderen Bereichen auch sehen, jetzt mittlerweile aber auch in der Spieleentwicklung. Vor allem auch durch KI wird das hier sich nochmal alles sehr krass verändern. Die Vollversion der Unreal Engine 5 kannst du dir inzwischen seit einem Jahr easy peasy über den Epic Game Store runterladen und kostenlos verwenden, solange bis du einen Mindestumsatz mit deinen Spielen erwirtschaftet hast. Dann will Epic ein paar Prozentpunkte, genauer gesagt 5% ab 1 Million US-Dollar Umsatz und ehrlicherweise ist das auch vollkommen normal. Dein PC muss dafür kein NASA Rechner sein, aber ein bisschen mehr als sonst sollte der schon unter der Haube haben. Kommt natürlich auch auf das Spiel an, was du da letztendlich mit erschaffen möchtest. Dabei ist der Unreal Engine 5 Editor relativ benutzerfreundlich. Du musst kein Programmier- oder Designprofi sein, um darin eine eigene Idee umzusetzen. Ein bisschen Vorahnung und ein paar Tutorials schauen reicht aber hier schon aus, um erste Erfahrungen zu bekommen. Und falls du die Vorerfahrungen nicht hast, es gibt mehr als nur ein paar sehr, sehr gute YouTube-Kanäle, die dir diese dann auch beibringen. Selbstverständlich wird das nicht ausreichen jetzt für einen AAA-Titel, aber um dich einfach mal auszuprobieren, rauszufinden, ob Spieleentwicklung was für dich ist oder eben um kleinere Projekte zu realisieren, dafür reicht's. Und bitte versteht mich hier nicht falsch, die Unreal Engine 5 ist natürlich für krasse Grafiken gemacht und ist für die Next-Gen ausgelegt. Aber für einen AAA-Titel brauchst du ein bisschen mehr als eine benutzerfreundliche Easy-für-Anfänger-Engine. Ansonsten erschaffst du so ein Spiel wie Neo Berlin 2087. Na, falls du nicht weißt, was ich damit meine, jetzt oben rechts auf die Infocard drücken. Sorry fürs Bashing auch an dieser Stelle. Was ich sagen möchte, für richtig gute AAA-Titel brauchst du halt auch wirklich noch immer sehr viel Know-how und auch Mühtalent. Ob du dafür jetzt eine Ausbildung machst oder das komplett selbst lernst, ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Ich würde behaupten, heutzutage ist es gut möglich, vor allem wenn man früh anfängt, sich extrem viel selbst beizubringen und sogar so viel selbst beizubringen, dass man später an großen Projekten mitarbeiten könnte. Hinzu kommt, dass die Unreal Engine ja noch viel mehr kann. Mit dem Metahuman Creator kannst du eigene Avatare erschaffen, die sogar mit simpelster Technik live tracken und wenn du Bock hast, kannst du hier sogar dein eigenes Filmset bauen. Gut, dann brauchst du ein wenig teurere Technik noch im Hintergrund, aber was ich sagen möchte ist, diese Engine kann mittlerweile viel mehr als einfach, in Anführungszeichen, nur Videospiele. Ich reg mich ja gerne mal über schlechte Games auf, das wisst ihr ja alle, aber macht Sauer wirklich lustig? Ganz klares Ja! Besonders mit der neuen Just Nero Creator Edition von Just Legends. Über den ersten Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar geht's zum brandneuen Performance Booster in der Sorte Cranberry. Besonders wenn du Sour Apple oder Yuzu Drachenfrucht gerne mochtest, wird dich Cranberry nochmal richtig sauer wegklatschen. Für alle Fans von Just Nero gibt's außerdem Fan-Bundles. Die ersten 500 Besteller bekommen auch eine handsignierte Autogrammkarte. Mit dabei ist außerdem ein Shaker und wem das Design gefällt, der kann auch direkt ein Metallposter dazu kaufen. Gönn dir das neue Creator-Bundle über den ersten Link in der Videobeschreibung und beim angepinnten Kommentar. Ach so, und falls du eh schon auf der Just Legends-Webseite unterwegs bist und irgendeinen anderen Geschmack findest, der dir zusagt, nutz unbedingt den Code GAMINGCLERKS für 15% Rabatt. Anyway, jetzt gibt es den Unreal Editor eben auch im Fortnite-Kreativmodus. Kurz zur Erklärung, bisher konntest du im Kreativmodus deine eigene Insel mit allen möglichen Assets gestalten und Minigames mit vorhandenen Mechaniken kreieren. Dabei bist du allerdings immer noch charaktergebunden rumgelaufen und hast eben sandkastenmäßig alles aufgebaut. Fühlte sich also eher so ein bisschen an wie Minecraft und weniger wie eine Spieleentwicklung.
Mit dem Unreal Editor kannst du aber jetzt alles per Drag and Drop reinziehen, vergrößern, die Assets anpassen, sogar eigene Designs gestalten und Skripte sowie eigene Animationen ausführen lassen. Dafür hat Epic Games zwar eine eigene Programmiersprache erfunden, aber naja, ich bin auch ehrlich jetzt. So sehr bin ich da jetzt nicht drin, um bewerten zu können, ob die einfach nur vereinfachter Logik folgt und es damit für Anfänger easy ist, einfach irgendwas zu skripten, oder ob sie ähnlich kompliziert zu lernen ist wie gängige Programmiersprachen. Aber sie ist halt da. Theoretisch jedenfalls steht hier im Unreal Editor für Fortnite, na, der musste sein, quasi der normale Unreal Editor wie bei der Unreal Engine 5 zur Verfügung. Nur mit ein paar Einschränkungen, von denen ich glaube, dass es sie auch bald nicht mehr gibt. Nur, wo ist denn jetzt der große Vorteil des Unreal Editors in Fortnite? Warum nicht gleich in der Unreal 5 Umgebung bleiben? Weil du dein Spiel auf die Weise easy peasy direkt mit Freunden austesten kannst, plattformübergreifend natürlich, und sie dir dabei sogar noch bei der Erstellung helfen können. Konsolenspieler können zwar nicht so direkt auf den Unreal Editor zugreifen, aber sie können die Welt wie im normalen Kreativmodus mitgestalten. Und ganz ehrlich, das, was du hier mitgestalten kannst, sieht einfach unfassbar geil aus. Du musst nicht mal beim Comic-Fortnite-Stil bleiben, sondern kannst einen ganz eigenen Grafikstil, der viel realistischer ist, einfügen. Ja, ihr müsst dafür Fortnite installieren und ja, ich weiß, nicht jeder von euch ist Fan davon, aber ihr müsst den Battle Royale-Modus auch nicht starten. Eine wichtige Sache dürft ihr dabei aber nicht vergessen. Der Unreal Editor für Fortnite und die Unreal Engine 5 sind einfach kostenlos. Da kann jeder mit einem halbwegs guten PC darauf zugreifen. Gut, das läuft mal besser und mal schlechter, aber das hängt von eurer Hardware ab. Hinzu kommt, dass ihr unglaublich viele kostenlose 3D-Objekte, Avatare und Co. runterladen könnt. Ihr müsst hier für euer erstes, in Anführungszeichen eigenes Spiel, nicht irgendwie Geld ausgeben oder gar eigene Objekte kreieren und so weiter und so fort. Alles ist hier verfügbar und auch kostenlos in einem Rahmen, womit man unglaublich viel bereits erschaffen kann. Und wenn ihr dann was Geiles kreiert habt, dann könnt ihr das auch einfach veröffentlichen und jeder kann über Fortnite darauf zugreifen. Fun Fact am Rande: Reddit-User Fairmelon hat Darken Darker innerhalb weniger Tage damit nachgebildet. Der hat den Clip hier zumindest gepostet und hat sich scheinbar dieselben Assets, die auch die Entwickler benutzt haben, gekauft und zack, fertiges Spiel. Also in Anführungszeichen fertiges Spiel, nicht so ganz, ihr wisst schon, was ich meine. Den Unterschied zum Original erkennt man schon leicht. Das Movement ist anders, es ist Third Person und auch die Sounds sind noch längst nicht so intens, aber die Map sieht sehr identisch aus und bisher ist das ja auch nur ein kleiner Snippet und noch überhaupt nicht fertig. Ob Epic Games eine Nachbildung von Dark and Darker überhaupt zulassen würde, ist auch eher fragwürdig, denn eigentlich verstößt das gegen ihre Copyright-Richtlinien. Andererseits könnte das ja in dem Fall vielleicht sogar gut für die ursprünglichen Dark and Darker-Entwickler Iron Maze sein. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, Iron Maze wurde von Nexon, einem koreanischen Entwicklerstudio, für das einige der Dark and Darker-Entwickler gearbeitet haben, angeklagt, dass sie Game Assets sowie den Code und die gesamte Spielidee geklaut hätten. Dass jetzt ein Mitglied der Community das Spiel mal eben in Fortnite nachbauen konnte, ist auf der einen Seite gut, denn das beweist, dass Iron Maze wirklich nichts geklaut haben muss und es doch möglich wäre, das in relativ kurzer Zeit auch nachzubauen. Auf der anderen Seite ist das aber auch ziemlich schlecht, vorausgesetzt, das Game wird zugelassen. Zugegebenermaßen, davon gehe ich aber nicht aus. Das wäre natürlich deswegen schlecht, weil das Spiel in Fortnite selbst natürlich kostenlos wäre. Was mich nun noch zu einer anderen Problematik bringt: Wie sieht das mit den anderen Spielen aus? Es gibt zum Beispiel einige Call of Duty Maps, die ebenfalls einfach so in Fortnite nachgebildet wurden. Sogar einen ganzen Call of Duty Spielmodus gibt es. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das Ganze sind natürlich, jetzt erstmal ganz plain gesprochen, Copyright-Verletzungen, gegen die Epic vorgehen muss, sobald sie diese bemerken, beziehungsweise jemand mal in der passenden Rechtsabteilung den Finger hebt. Natürlich wurden viele dieser Inhalte auch schon wieder direkt gelöscht, beziehungsweise die User sogar teilweise gebannt, aber das werden halt jetzt keine Einzelfälle bleiben. Epic Games selbst sagt hierzu auch, dass Nostalgie zwar cool ist, aber in den meisten Fällen beruht das trotzdem auf der Arbeit von anderen Menschen. Der Kreativmodus soll eher dazu da sein, neue Games und originelle Games zu entwickeln, also kreativ zu sein, und zwar kreativ was Neues zu erschaffen oder von mir aus auch zu adaptieren, aber eben nicht zu kopieren. Dafür sind sie auch mit offiziellen Maps gestartet, die ein bisschen demonstrieren sollen, was so möglich wäre. Forest Guardian zum Beispiel sieht viel realistischer aus und verwendet eigene Assets, die extra für die Tech-Demo konzipiert wurden. Der Drache wurde mit Sequencer, dem Animationstool innerhalb der Engine, animiert, das Licht bzw. die Beleuchtungseffekte wurden mit Lumen gemacht und, was soll ich sagen,
Ich feiere diese endlosen Möglichkeiten. Ich frage mich an dieser Stelle aber auch, wo die Unreal Engine bzw. Epic Games die Spielentwicklung am Ende hinbringen möchte. Die einfachen Möglichkeiten bieten viel mehr Menschen Zugang, was ich wirklich sehr, sehr geil finde. Das wird auch einen Impact hinterlassen, wenn plötzlich viel mehr Kreative sich zusammentun und neue Sachen erschaffen können. Außerdem muss man eine Sache immer bedenken. Die Fortnite-Zielgruppe ist durchaus jünger. Diese jüngeren Menschen werden jetzt quasi mit der Spieleentwicklung angefüttert und sehen, was sie da alles so machen könnten, wie sie eigene Ideen realisieren könnten. Das Ganze ist also eigentlich ein super cooles Tool für die heranwachsende Generation, um diese für die Videospielentwicklung zu begeistern und ihr auch zu zeigen, nee, das hat nichts mehr mit langweiligen Coden und Co. zu tun. Es geht hier um Kreativität und deinen eigenen Ideen. Sind hier keine Grenzen mehr gesetzt, dank der Unreal Engine. Frei nach dem Motto, du kannst das nächste Fortnite entwickeln. In welche Richtung sich die Gaming-Branche und vor allem die Entwicklung aufgrund dessen hinbewegen wird, das werden wir erst in vielen Jahren sehen. Aber das Ganze ist mehr als nur spannend. Ich persönlich find's einfach richtig geil.